Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich bin der Onkel, und zwar geht es heute darum, dass ich ein Problem habe, und zwar, oder beziehungsweise ein Problem hatte, und zwar bei dem Spiel Minecraft Live in the Woods. Und zwar, wie ihr seht, ich habe zwar jetzt hier ein Texture Pack drin, beziehungsweise ein Resource Pack, und zwar das Fax oder Fax Pure DB Craft. Und das spielt ja aber keine Rolle, deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Aber wie ihr seht, funktionieren die Shader nicht. Das heißt, wir haben keine ordentlichen Wassereffekte und wir haben keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang und so weiter und so fort. So, da haben wir gestern gegoogelt und gemacht und getan und haben nach Lösungen gesucht und haben keine gefunden. Es waren zwar viele Lösungswege dort, die vielleicht bei dem einen oder dem anderen funktionieren, aber eben nicht bei allen. Das war bei mir zum Beispiel das Problem, dass es einfach nicht funktioniert hat. Und ja, und dann bin ich, habe ich eine Runde Minecraft mit dem lieben Cetus Bins und mit dem Andy von Lost in Park gezockt. Und ja, da hat mir dann ein Problem verraten, was Minecraft wohl bei vielen hat, und hat mir den Lösungsweg gesagt. Beziehungsweise wir haben den Lösungsweg rausgefunden. Und den möchte ich euch jetzt erklären, wie ihr die Shader, einen Lösungsweg, wie ihr die Shader wieder anbekommt. Auch wenn ihr, ja, keine Ahnung, wenn es halt nicht funktioniert. Und ja, gut, würde ich sagen, dann blende ich mal ganz kurz auf den Desktop. Und dann erkläre ich euch, wie ihr das hinbekommt, dass die Shader wieder funktionieren. So, liebe Freunde, da wären wir jetzt zurück auf meinem Desktop. Und ja, ihr, wie ihr seht, live in the woods. Und wir haben hier den Arbeitsplatz. Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Und ja, da geht ihr als allererstes, geht ihr auf euren Arbeitsplatz, dann geht ihr auf C, dann geht ihr auf Benutzer, dann euren Namen. In meinem Fall ist das Christian. Dann geht ihr auf .litwrl. Dann geht ihr auf Games, dann hier auf Basic, Live in the Woods Basic. Und auf Shader Packs. Da findet ihr jetzt, ich habe jetzt diese zwei Shader aktiviert, weil ich probiert habe. Findet ihr euren Shader drin. Das ist egal, welcher Shader. Ihr findet diese RAR-Datei von eurem Shader hier drin. So, und jetzt passt mal auf. Wenn ich jetzt live in the Woods starte, was jetzt ganz kurz ein klein wenig war, also ich gehe in den Launcher rein. Wie ihr das Spiel installiert, denke ich mal, ihr seid ja bis dahin gekommen. Es funktioniert ja bloß nicht die Shader. Und zwar geht ihr dann auf Play, logischerweise. Das dauert jetzt ein kleines Stück, bis sich dieses Spiel öffnet. Ich habe das Ganze jetzt mal in Fenstermodus gemacht, dass ich gleichzeitig meinen Bildschirm aufnehme, dass ihr das auch seht. So, das schiebe ich mal hier hoch. Ja, jetzt hängt es gerade mal ein kleines bisschen, keine Rückmeldung, das ist normal. Ja, das ist eben das, wo ihr mal drauf achten sollt. Deswegen öffnet den Ordner, schaut einfach dann mal drauf. Wenn ihr es dann natürlich im Vollbildmodus habt, dann müsst ihr halt mal das Spiel kurz auf die Taskleiste legen oder so. Das macht ihr mit Alt und Tabulator. Oder ihr schaltet einfach wie ich in Fenstermodus. Ja, jetzt lädt das Ganze. Was immer ein Stückchen dauert. Und wie ihr seht, jetzt hat das Spiel geladen. Und jetzt auf einmal stehen hier 0 Kilobyte. Das heißt, es hat euch die Shader gelöscht. Es hat euch einfach beim Spielstart die Shader gelöscht. Und der Trick jetzt dabei ist ganz, ganz simpel. Ihr kopiert euch, bevor ihr das Spiel startet und ihr die Shader hier drin habt, kopiert ihr euch vorher diese zwei Shader auf den Desktop. Ich habe die mir jetzt hier schon mal vorbereitet. Die sind jetzt hier auf dem Desktop. Das heißt, dadurch, die Shader gelöscht sind, ist natürlich kein Shader hier drin. Jetzt kopiert ihr euch, während ihr das Spiel aufhabt. Wie gesagt, legt euch das Spiel auf die Taskleiste, kopiert ihr einfach diese beiden Sachen wieder hier rein, ersetzt die ganzen Sachen, geht dann ins Spiel. Jetzt habt ihr ja die Shader wieder drin. Und Landschaft wird geladen. Und ja, das ist einfach der ganz einfache Lösungsweg. Und wie ihr seht, die Shader sind da. Es funktioniert. Die Sonne, die Schatten. Ich habe jetzt immer noch, ihr könnt das natürlich auch mit anderen Texture Pack machen, das Live in the Woods, ist klar. Das habe ich jetzt immer noch. Also es funktioniert auch mit dem, es sieht auch gar nicht mal so schlimm aus, muss ich sagen, dass diese anderen Texturen da mit drin sind. Und ja, wie ihr seht, ihr habt
die Shader an. Und das müsst ihr jetzt während, leider, wenn ihr das Problem habt, müsst ihr leider das immer wieder beim Neustart machen. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Geht fix, schnell reinkopieren und dann Spiel starten und dann sind die Shader da. Ja, das war's schon. Das ist die Lösung, eine Lösung von vielen Lösungen. Es gibt natürlich viele andere Probleme, die es noch damit gibt, gerade mit GeForce-Karten und so weiter und so fort. Aber es ist eine Lösung, auf die wir gekommen sind. Vielen Dank dafür auch nochmal an den Andy von Lost in Park. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ganz simpel. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch mit Shadern spielen, weil es ist wirklich ärgerlich, Live in the Woods im Minecraft-Look zu spielen. Weil, ich weiß nicht, es bringt halt hier so richtig... Na, ihr wisst ja selber, ihr seht es ja selber. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, mal schauen. Allzu oft wird so ein Tutorial-Video nicht kommen hier. Von so oder von überhaupt was, aber wenn ihr noch Fragen habt oder so, mal schauen. Kann ich ja noch mehr Videos machen. Es kommt vielleicht sogar noch eins von Ark, weil ich da viele Fragen bekommen habe, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Und ja, da habt ihr die Shader. Viel Spaß damit. Und ciao.